Wir sind in Zuchwil, hier auf der Baustelle von Helion. Neben mir ist der Geschäftsführer von Region West, Nino Jollo. Nino, erzähl mal, wo liegt die Wichtigkeit für dich von der Photovoltaik in der Energiewende? Ja, die Energiestrategie 2050 ist eigentlich ein Fernziel, das die Schweizer Bevölkerung beschlossen hat. Und die Photovoltaik ist die Schlüsseltechnologie, denke ich, um das Ziel zu erreichen. Die Photovoltaik kann ohne grosse Hürden eigentlich zugebaut werden. Und das Potenzial in der ganzen Schweiz ist eigentlich enorm gross. Es ist ja bekanntlich, dass es in der Schweiz nicht viele Sonnentage gibt, wie zum Beispiel in Spanien. Lohnt es sich überhaupt, hier Photovoltaikanlage zu bauen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir haben den grossen Vorteil, dass wir eigentlich von der Temperatur her grossmehrheitlich eine Konstante haben, im Gegenzug zu Spanien, wo es eher warm ist. Und wenn man die Photovoltaik-Technologie anschaut, die hat nicht gerne warm, die hat gerne Sonneneinstrahlung. Und dementsprechend haben wir in der Schweiz hervorragende Voraussetzungen zum Zubau von Photovoltaikanlagen. Wie kann ich herausfinden, ob mein Haus für eine Photovoltaikanlage geeignet ist? Also, der einfachste Weg, denke ich, ist bei uns mal auf die Homepage zu gehen, helion.ch. Wir haben auf der Homepage einen sehr umgänglichen Rechner, der in wenigen Klicks eigentlich dir aufzeigt, wie dein Haus geografisch liegt, was für eine Dachneigung es hat und das in einem 3D-Modell simuliert. Durch das bekommst du in wenigen Augenblicken eigentlich eine Richtofferte mit Potenzial, mit Investitionskosten und entsprechend eigentlich schon fast mal eine grobe Offerte, die plus minus 10% genau die Investition angibt. Und mit was für Kosten müssen wir hier rechnen? Das ist durchaus abhängig, was für ein Objekt das wir haben. Ich denke, die Preisspanne im Eigenheimbereich ist noch immer zwischen 10.000 und 30.000 Franken aus Gesamtinvestition inklusive Installation, wovon dort ein Teil der Fördergelder auch vom Bund her noch zurückfließt. Und schlussendlich nach oben sicher die Möglichkeiten fast unbeschränkt sein. Ich denke an Lösungen inklusive Batteriespeicherung, inklusive Elektroladetankstellen und so weiter. Am Schluss ist es aber sicher zu empfehlen, wie gesagt, auf dieses Objekt das mal durch einen 3D-Rechner bei uns auf der Homepage zu simulieren. Rechnet sich eine Photovoltaikanlage oder ist es etwas für das gute Gewissen? Die PV-Anlage rechnet sich definitiv, weil am Schluss Fakt ist, der Strom vom Dach ist günstiger als der Strom aus der Steckdose. Und je mehr Strom, was wir unter dem Dach verbrauchen, also das heisst der Eigenverbrauch, das kann beispielsweise ein Elektrofahrzeug, das kann die Wärmepumpe sein, aber auch generell der Stromverbrauch im Haushalt, dient dazu, dass sich eine Photovoltaikanlage noch schneller rechnet. Und durch das ist die Amortisation irgendwie im Bereich zwischen 10 und 15 Jahren. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren kann man also sagen, das rechnet sich durchaus. Wenn man die Zahlen hört, 10 bis 30.000, ist es nicht gerade unbedingt günstig. Gibt es da irgendwelche finanziellen Möglichkeiten, wo man das, die Anlage beschaffen kann? Ja, oder die Investition als solches ist sicher nicht in diesem Moment zu betrachten, sondern mittel- oder langfristig anzuschauen. Schlussendlich haben wir einen Return of Invest, also eine Amortisation, Grössenordnung nach 10 bis 13 Jahren. Das ist etwas abhängig, wie gross die Anlage ist und was wir alles mit dieser Anlage speisen. Und durch das ist eigentlich mittelfristig der Strom eben doch wohl sehr günstig. Wie komme ich zum Beispiel am besten zu einer Photovoltaikanlage? Also hier denke ich wiederum, ist der einfachste Weg über unseren Rechner, helion.ch, wo wir nachher eigentlich den 3D-Rechner haben, wo die Investitionskosten das erste Mal grob berechnen. Und in einem zweiten Schritt, denke ich, macht es Sinn, wenn das wirklich von Interesse ist und konkret angeschaut werden soll, als ein Kollege oder ich selber vorbeikommen und das bei dir entsprechend noch einjustieren, was die effektiven Investitionskosten sind, damit du nachher eine Entscheidungsgrundlage hast, die bei uns auch verbindlich bestellen kannst. Und jetzt bei mir ein Beispiel, ich bin noch kein Eigenheimbesitzer, ich als Mieter oder Stockwerkeigentümer, genau. Wie kann ich von diesem Angebot profitieren? Da ist sicher so, als Mieter ist die Hürde etwas grösser. Am Schluss geht es darum, den Hauseigentümer zu überzeugen. Aus Stockwerkeigentümer geht es darum, eine Mehrheit von den anderen Stockwerkeigentümer zu gewinnen. Wir haben ein Beispiel sehr gut auch hier, auf diesem Objekt, wo wir eigentlich die Möglichkeit haben, den Strom gemeinschaftlich zu produzieren, die Investitionen unter Umständen gemeinschaftlich zu tätigen und dann nachher demjenigen den Strom zur Verfügung zu stellen, der das braucht. Der sogenannte ZEF, also der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, ist durchaus spannend. Danke vielmals, Nino Jollo, für die Auskunft. Danke vielmals, hat mich gefreut.